Das hier ist meine Hauptausrüstung für die Astrofotografie. Damit lassen sich Bilder wie diese hier erstellen. Das Problem mit großen Teleskopen wie diesem hier ist natürlich, dass sie extrem teuer sind. Dieses Teleskop hat mich 1300 Euro gekostet. Und selbst mein kleiner Refraktor, das CineStar 61, kostet mittlerweile fast 800 Euro. Und hier stellt sich zu Recht die Frage, ob es überhaupt notwendig ist, so viel Geld in die Astrofotografie zu investieren. Oder ob man auch mit günstigerer Ausrüstung schöne Bilder von Nebeln oder Galaxien machen kann. Und genau hier, meine lieben Freunde, kommt dieses Objektiv ins Spiel. Das Canon 75 bis 300 mm Zoom Objektiv für das Canon EF Bajonett ist mittlerweile extrem günstig auf dem Gebrauchtmarkt zu finden. Ich habe mein Exemplar damals zum Beispiel für 75 Euro gekauft und mit etwas Glück kann man es sogar noch günstiger bekommen. Doch kann ein günstiges Objektiv wie dieses überhaupt gute Bilder liefern? Und dann auch noch bei der Astrofotografie? Um genau das herauszufinden, bin ich für euch wieder einmal hinaus aufs Feld, um ein Foto von einem Deep Space Objekt mit diesem Objektiv aufzunehmen. So, ich habe jetzt alles aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Und schaut mal, wie süß das aussieht. So ein kleines, süßes Setup, oder? Einfach schnell aufgebaut. Man muss es nicht mal abbauen. Man kann es theoretisch so ins Auto reinpacken. Es ist so einfach aufzubauen im Vergleich zu meinem anderen Teleskop. Da ist es echt mal eine Abwechslung, wieder so ein kleines, süßes, leichtes Setup wie das hier zu haben. Was ich auch noch sagen wollte, guckt euch mal die Wolken im Hintergrund an. Die sehen einfach phänomenal aus, oder? Die haben fast so eine Form wie so eine Qualle oder sowas. Das sieht echt... Also ich weiß nicht, wie sowas entsteht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder wenn ihr wisst, wie sowas entstehen kann. Ja, jetzt muss ich nur noch warten, bis es dunkel ist und dann kann ich loslegen. Die Sonne geht schon unter, sie berührt schon fast den Horizont. Und ja, bin mal gespannt. Es wird schon ziemlich kalt jetzt. Doch schließlich, als ich die Ausrüstung ins Gleichgewicht bringen wollte, um die Nachführungsgenauigkeit zu erhöhen, gab es ein unvorhergesehenes Problem. Okay, wie ihr sehen könnt, habe ich momentan das Problem, dass ich die Montierung nicht ins Gleichgewicht bringen kann. Und zwar ist die Gegengewichtsstange nicht lang, also lang genug schon. Ich meine, ich brauche das ganze Stück hier nicht, aber ich kann das Gegengewicht nicht weit genug nach oben schieben. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich dieses Teil hier umgedreht habe, da mein CineStar deutlich schwerer war und ich das gegenteilige Problem hatte, das ich jetzt habe. Und zwar konnte ich das Gegengewicht nicht weit genug nach unten schieben, aber jetzt geht es nicht mehr weit genug nach oben. Ich müsste die Stange jetzt hier oben hin machen und das Teil hier unten, aber ich habe die Imbusschlüssel nicht dabei. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden, wie ich das ins Gleichgewicht bringen kann, weil so funktioniert es jedenfalls nicht. Wenn es jetzt nicht ganz im Gleichgewicht wäre, wäre es okay, aber so ist unmöglich. Also so wird es definitiv nicht funktionieren. Ich werde es jetzt mal wegmachen und schauen, ob ich irgendwas habe, was ich da ranmachen kann. Und vielleicht klappt es dann. Hoffen wir es.
Wird es mir gelingen, das Problem zu lösen? Oder ist das Projekt schon zum Scheitern verurteilt, bevor ich überhaupt ein einziges Foto machen konnte? Ich hätte nie gedacht, dass dieses Setup so viel leichter ist als mein Zenith Star 61 und dass ich hier nicht mal mehr das Gegengewicht brauche, aber jetzt habe ich den Salat. Jetzt muss ich die Prismenschiene wegschrauben, denn ich habe kein leichteres Gegengewicht und ich werde dann einfach den Kugelkopf verwenden. Die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, ist das Gegengewicht komplett abzumontieren und die Kamera mit einem Kugelkopf direkt am Ioptron Skyguider zu befestigen. Doch wird dieser Plan überhaupt aufgehen oder ist dieser Abend bereits zum Scheitern verurteilt? Auf Wiedersehen, Gegengewichtsstange. Und Hallöchen, Kugelkopf. So habe ich auch schon lange nicht mehr fotografiert. Wer hätte gedacht, dass die Kombination aus Canon 600DA und dem 75-300mm Canon-Objektiv so leicht ist, dass man nicht einmal ein Gegengewicht benötigt? Okay, also jetzt muss ich das Objektiv erstmal fokussieren. Und solange der Hintergrund noch ein bisschen hell ist, geht das vielleicht ganz gut an dem Wald da hinten. Also es ist alles andere als einfach, das Objektiv zu fokussieren. Denn wenn man den Fokussierring auch nur minimal bewegt, dann verstellt sich der Fokus schon enorm. Aber ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen. Ich hoffe, ich kann das Setup hier jetzt einordnen mit dem ASIR. Beim Einordnen wird die Montierung, in diesem Fall der Ioptron Skyguider Pro, am Polarstern ausgerichtet. Denn der Polarstern liegt nahezu exakt auf der Rotationsachse der Erde, was der Nachführung ermöglicht, den Nachthimmel genau zu tracken. So kann man lange Belichtungen des Nachthimmels aufnehmen, ohne dass die Sterne zu Strichen werden, was für die Astrofotografie essentiell ist. Das Problem ist, wenn ich die Kamera um 60 Grad drehe, was ich tun muss, wenn ich mit dem ASIR einorde, dann befindet sich die Drehachse, der Drehpunkt, ziemlich nahe am Objektiv oder an der Kamera. Und ich weiß nicht, ob das dann noch genügt, wenn ich die jetzt um 60 Grad drehe und ob das ASIR dann quasi ein Plate Solve durchführen kann. Da muss ich mal schauen, ob das jetzt noch funktioniert. Also die Kamera macht jetzt ein Foto und das ASIR macht jetzt ein Plate Solve und schaut, welche Sterne auf dem Bild sichtbar sind. Und jetzt muss ich die Kamera bzw. die Montierung um 60 Grad drehen. Oh. Ja, das sind ungefähr 60 Grad, würde ich mal behaupten. So, und jetzt macht es nochmal ein Bild. Jetzt bin ich gespannt. Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Also ich muss jetzt ziemlich weit nach oben, weil der Skyguider noch auf Griechenland eingestellt ist. Deswegen muss ich ziemlich weit nach oben. Aber die horizontale Achse passt schon echt gut. Ich muss eigentlich nur ziemlich weit nach oben. Das machen wir jetzt mal. Ah, da haben wir es. Wow. Ein totaler Error von 8 Arcsekunden. Richtig, richtig gut. Also das ist wirklich gut. Damit bin ich sehr zufrieden. Okay, Finish. Wir haben 6 Minuten gebraucht. Ja, könnte besser sein. Aber ich habe schon lange nicht mehr mit dem Ioptron Skyguider eingenordet. Soll jetzt aber keine Ausrede sein. Nun muss ich den Nordamerika-Nebel, welcher das heutige Ziel darstellt, nur noch am Nachthimmel ausfindig machen. Der Nordamerika-Nebel ist ein Wasserstoffemissionsnebel, der mehr als 2000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Er leuchtet in einer wunderschönen roten Farbe und erstreckt sich über eine relativ große Fläche am Nachthimmel, was ihn zu einem perfekten Ziel macht, um das Canon-Objektiv zu testen. Das Gute ist echt, dass ich mit dem ASIR ein Plate Solve machen kann. Das ist jetzt richtig gut. Das heißt, ich muss nicht ständig suchen. Ich kann jetzt einfach hier das Ding hier ein bisschen verdrehen, bis ich drin bin. Und dann einfach ein Bild machen und schauen, wo ich stehe. Durch einen sogenannten Plate Solve kann das ASIR immer feststellen, an welchem Teil des Himmels euer Teleskop gerade zeigt. Wenn ihr nun ein Objekt am Nachthimmel finden möchtet, müsst ihr einfach die Koordinaten dieses Objekts mit Hilfe einer App herausfinden und mit den Koordinaten des ASIR abgleichen. Somit lässt sich das Objekt auch ohne Go-To-Funktion relativ schnell finden. Also so eine Go-To-Funktion bei einer Montierung ist schon ein Segen. Wenn man es einmal hatte, will man es nicht mehr vermissen. Oh, ich glaube, ich kann was erkennen. Ich glaube, da kann ich was erkennen. Plate Solve.
44, 36. Ich muss bei 44, 24 sein. Also das ist ja schon mal echt gut. Und dann 21, 1. Da müsste ich bei 20, 59 sein. Also ich glaube, ich bin drin. Ich mache mal eine längere Belichtung. Dann sehe ich nämlich, ob der Nordamerika-Nebel drin ist oder nicht. Ja, ich habe ihn, Leute. Ich kann sogar schon ganz leicht die Umrisse sehen. Da unten ist dieser ganz helle Stern, da orientiere ich mich ein bisschen dran. Dieser Xi-Ki-Kni, oder wie man den ausspricht. Xi-Signa. Ich fotografiere das jetzt einfach mal so. Ich mache jetzt mal eine lange Belichtung und dann schauen wir, wie es aussieht. Und ich nehme das auf, damit ihr das auch seht. Okay, also hier seht ihr jetzt den Bildschirm. Das war jetzt eine 10 Sekunden Belichtung. Und ich werde jetzt mal auf 60 Sekunden erhöhen und schaue, was passiert. Der ISO-Wert liegt übrigens bei 1600 bei der Canon 600D. Und das Objektiv habe ich auf f5,6 eingestellt. Das ist das niedrigste, was bei 300 mm geht. Und ja, jetzt werde ich mal eine Minute Belichtung machen und schauen, ob wir was sehen vom Nordamerika-Nebel. So, es hat angefangen. Das Gute ist, der Nordamerika-Nebel ist sehr weit vom Mond entfernt. Allerdings wird der Mond das Bild trotzdem ein bisschen beeinflussen. Aber es ist übrigens immer noch nicht ganz dunkel, also der Horizont ist immer noch ein bisschen hell. So, noch 5 Sekunden. 2, 1. So, fertig, der Shutter ist geschlossen. Komm schon, lade. Lade, lade. Wow. Okay, ein Satellit ist durchgeflogen. Aber man sieht ihn schon, den Nordamerika-Nebel. Und er sieht richtig gut aus. So lasse ich es auf jeden Fall. Also der ist super im Bild. Die Cygnus Wall heißt es, glaube ich, da unten. Also das, was so aussieht wie ein Stiefel ein bisschen. Das ist auf jeden Fall sehr gut drin. Der Rest vom Nordamerika-Nebel auch. Und das da oben, ich glaube, das ist der Pelikan-Nebel. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, aber das ASRR hat ja eine coole Funktion. Da schauen wir jetzt mal kurz bei Tools. Ja, Pelikan-Nebel. Der ist auch im Bild. Also super. Besser muss ich gar nicht machen. Das heißt, ich warte jetzt einfach nur noch, bis es dunkel ist, bis die astronomische Nacht eintritt. Und dann können wir loslegen. Bin echt gespannt, was das Objektiv drauf hat. Während die Canon 600D fleißig Photonen vom Nordamerika-Nebel sammelt, kann ich euch bereits eins verraten. Während man unter einem sternenklaren Himmel steht und die Ruhe der Nacht, die Schönheit des Sternenhimmels und die frische Landluft auf sich wirken lässt, ist es völlig egal, ob man mit einem 1000-Euro-Teleskop oder einem 75-Euro-Objektiv fotografiert. Dieses unbeschreibliche Gefühl, diese Demut, die man während einer Astrofotografie-Session verspürt, sollte jeder einmal erlebt haben. Am nächsten Morgen fing ich natürlich sofort an, die Bilder zu stacken und zu bearbeiten. Und das Ergebnis, das man mit günstiger Ausrüstung wie dieser erreichen kann, hat mich wahrlich umgehauen. Wie lautet also mein Fazit zum Canon EF 75 bis 300 mm USM3 Objektiv? Wenn ihr ein sehr knappes Budget habt, aber dennoch nicht auf Astrofotografie verzichten möchtet, dann ist dieses Objektiv wie für euch gemacht. Denn gepaart mit einem APS-C oder sogar Vollformatsensor lassen sich hiermit wunderschöne Bilder vom Weltall erstellen. Einer der größten Schwachpunkte dieses Objektivs, dem ihr euch allerdings bewusst sein solltet, ist die chromatische Aberration.
Was bedeutet, dass ihr enorme Farbsäume um eure Sterne haben werdet? Wie ihr gut auf dieser einzelnen Aufnahme erkennen könnt, die direkt aus der Kamera kommt und nicht bearbeitet ist. Diese Farbränder lassen sich aber mit etwas Mühe in der Nachbearbeitung entfernen. Zum Schluss natürlich wieder ein riesiges Dankeschön an meine Patreons und YouTube-Kanalmitglieder. Pascal, René, Mo, Astrolars, Matthias K., André Meuche, Biloy, K. Klotzki, Nikon 777, Joel Schomecker, RM, Leopard 1 und Udo Neumann. Ihr seid absolut spitzenmäßig, vielen, vielen Dank. Und einen herzlichen Dank natürlich auch an all meine Zuschauer. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viele klare Nächte und bleibt gesund. Euer Patrick. Also die Geräusche hier sind manchmal schon ein bisschen unheimlich, muss ich ehrlich zugeben.